Die KitchenAid Küchenmaschine hat 3 Standardrührwerkzeuge für jedes Rezept. Zuerst der Flachrührer. Er ist das Arbeitstier für anspruchsvolles Rühren wie Kuchen, Frosting, Keksteig, Hackbraten oder Stampfkartoffeln. Die beschichteten Aluminium- und Edelstahl-Flachrührer sind spülmaschinenfest. Einige Küchenmaschinen werden mit einem brünierten Aluminiumrührer geliefert. Dieser glänzt weniger als Edelstahl und sollte von Hand gespült werden. Außerdem ist ein Upgrade mit dem Flexi-Rührer möglich. Dieser hat die gleiche Kraft, aber eine flexible Silikonkante, die an der Schüssel entlang streicht. Dies ist ideal für Zutaten wie Frischkäse, Nussbutter oder Honig. Bereit zum Schlagen? Nehmen Sie den Schneebesen, um Eier oder Eiweiß, Sahne, Biskuit oder Mayonnaise aufzuschlagen. Dieser sollte von Hand gespült werden. Die Drähte bestehen aus Edelstahl, der Kopf aber aus brüniertem Aluminium, das in der Spülmaschine beschädigt wird. Und schließlich der Knethaken für Brotbäcker. Die meisten Küchenmaschinen haben den originalen KitchenAid C-Knethaken. Der Knetvorgang erfolgt gegen die Seite der Schüssel. Küchenmaschinen mit größerem Fassungsvermögen wie eine Proline oder eine Profiküchenmaschine sind mit Power-Knethaken ausgestattet. Der Spiralknethaken in Korkenzieherform drückt den Teig auf den Schüsselboden, ähnlich wie beim Kneten von Hand. Genau wie beim Flachrührer sind die beschichteten Rührwerkzeuge sowie die aus Edelstahl spülmaschinenfest. Aber brüniertes Aluminium sollte von Hand gespült werden. Lesen Sie im Zweifelsfall Gebrauchs- und Pflegeanleitung für spezifische Anweisungen. Die Rührwerkzeuge dürfen nur mit der jeweiligen kompatiblen Küchenmaschine und Schüssel verwendet werden. Die Verwendung des falschen Rührwerkzeugs kann die Küchenmaschine beschädigen. An der Zubehörnarbe können Sie eine Vielzahl an Zubehörteilen anbringen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Erfahren Sie mehr auf unserer Website.